Ein Spezialgebiet von Dr. Richard Häusler ist die Sterilitätsdiagnostik und Therapie. Die Diagnostik macht dann Sinn, wenn ein Paar trotz Bemühungen seit mehr als einem Jahr keine Schwangerschaft erreicht hat. Bei Frauen über 35 kann die Diagnostik schon nach 6 Monaten beginnen. Die Sterilitätsdiagnostik erfasst ein 3-Stufen-Modell. Zunächst wird eine Basisdiagnostik bei Mann und Frau durchgeführt. Wird eine Beeinträchtigung gefunden, kann Dr. Häusler daraus eine Therapie ableiten. Ist Stufe 1 unauffällig oder es kommt nach einer Behandlung zu keiner Schwangerschaft, folgt Stufe 2. Hierbei sind operative Maßnahmen erforderlich, um eventuelle krankhafte Veränderungen zu beseitigen. Bei massiven Störungen des männlichen Partners oder nicht behandlungsfähigen Störungen der Frau wird Stufe 3 angeboten. Dann werden mit den Patienten verschiedene Maßnahmen der künstlichen Befruchtung besprochen.